meine Person. Ich heiße Lisa Bohina, ich komme ursprünglich aus Moldau und bin seit 6 Jahren hier in Berlin. Und dass ihr alle versteht, worum es geht, also ganz kurz, wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit 4 Monate lang hier am Pariser Platz 4a für die Stimme Russlands gearbeitet. Das ist ein Radiosender. Also wie gesagt, in der Vergangenheit und freiberuflich und parallel für Zeit Online geschrieben. Und vor 2 Wochen wollte ich wieder ein Textangebot für die Zeit Online Redaktion machen. Und mir wurde gesagt, nee, sehr geehrte Frau Bohina, leider können wir nicht weiter kooperieren. Sie haben für die, Zitat, Putins Propagandamaschine gearbeitet. Ja, und ich kann sogar Namen sagen, also mir ist es egal. Ja. Der Mann heißt Michael Schlieben, sitzt hier in der Berliner Redaktion von Zeit Online, ist 34 Jahre alt, aber unglaublich steif und sagte, ja, sorry, wir haben für Russland gearbeitet, wir wollen das in den deutschen Medien nicht. Und dann sage ich, wissen Sie, ich komme aus dem ärmsten Land Europas, aus Moldau, und ich habe 4 Monate lang freiberuflich für die Stimme Russlands gearbeitet, weil ich Russisch, Deutsch und Englisch spreche, und das war natürlich ein Vorteil. Und jetzt zeigen Sie mir, dass ich nicht mehr für die deutschen Medien arbeiten kann. Und Deutschland war immer, ohne Scheiß, ein Vorbild für mich. Und diese Geschichte hat mit der Pressefreiheit nichts zu tun. Was nicht? Und der Grund, also warum sie das nicht machen, das könnt ihr alles im Internet weiterlesen, zum Beispiel bei heise.de, die haben mich auch interviewt. Die machen das nicht wegen Code of Ethics. Also alle russischen Sender werden als Propaganda genannt, als PR und Marketing. Es steht ganz groß, schwarz auf weiß. Ihr könnt das selber bei Zeit Online nachhaken. Sie schämen sich nicht. Und, also Simon, komm bitte her, kurz.